Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel, Strategiespiel und Zwergenfreunde zu Spellforce. Und ja, heute geht es los mit Shadow of the Phoenix. Oder Phoenix. Ich glaube eher Phoenix. Ich sag Phoenix. Weil ich weiß nicht, ob man nicht nur die Stadt Phoenix als Phoenix ausspricht. Englisch ist mein. Mythische Begriffe im Englischen sind manchmal verwirrend. So wie Dionysos Geonosis heißt. Ja, ich schweife ab. Also ja, endlich mal ist das Hintergrundbild vom Hauptmenüprogramm, da wir uns jetzt um die Phoenix-Kampagne kümmern. Und zwar ums Charakter importieren. Vorab aber noch ein kleines Wort, was offscreen passiert ist. Ich habe noch einen Spielstand angelegt für. Also wir fangen mit der Order of Dawn-Kampagne, mit der Ruhen-Kampagne an. Hab da einen Import-Spielstand angelegt. Wie man sehen kann, so 2 Wochen nachdem wir Order of Dawn beendet haben, habe ich gedacht, ich lege den noch an. Und zwar möchte ich euch kurz noch den Unterschied zeigen. Das hier ist unser Endespielstand gewesen, also kurz bevor wir den Seelenschmied erlegt haben. Ja, der ist da oben und juhu, die Map lädt richtig. Danke, Patch. Ja, mit seinen 3 Gehilfen, also seinen 3 Eisbebern und den dunklen Kristallen, das war das Ende. Mit unseren paar Sachen im Inventory. Und ja, unsere Erfahrungspunkte waren bei fast null. So, Startmenü. Das überschreibt jetzt zwar unseren Autosave, aber der ist eh egal. Und der Importspielstand. So, zu dem Zeitpunkt habe ich den Seelenschmied einmal getötet. Was uns ein Viertel Level gegeben hat an Erfahrungspunkten. Und ansonsten hat sich ja nichts getan. Also ja, die Steine sind weg. Verkauft habe ich nichts mehr sonst. Wir haben hier auch mehr als genug Gold. Auch wieder bei der Breath of Winter Kampagne. Nur um das euch mal gezeigt zu haben, was der Unterschied zwischen den beiden Spielständen ist. Weil zum Import, für den Import nehmen wir jetzt das Let's Play Import hier. Und später dann, wenn wir den zweiten Playthrough starten, nehmen wir das Breath of Winter Import. Also man sieht's, beides mal ein Brenno hier. Avatar aus der Ruhenkampagne, also Level 28 Avatar aus der Ruhenkampagne. Hinweis: Die Stufe dieses Avatars ist für die Phoenix-Kampagne gut geeignet. Sie beginnen als Wächter des Phönix. Genau, das wäre der Import. Und der Import hier, Avatar aus der Arion-Kampagne, gut geeignet für die Phoenix-Kampagne. Sie beginnen als Träger der Schattenklinge. Und nochmal zur Hintergrundinfo: Ich habe nachgelesen. Der Avatar muss zwischen Level 25 und 30 sein, damit man ihn importieren kann. Unter 28 kann die Kampagne allerdings relativ schwer sein. Allein schon wegen der Stärke der Gegner und so. Und der Runen, die man zur Verfügung hat. Ich meine, die Heldenrunen, die wir jetzt bei Breath of Winter benutzt haben am Schluss, sind ja fast alles 28er-Runen. Also 3 auf jeden Fall. Unser Schütze und unsere beiden Magier. Bei Order of Dawn bin ich mir gerade nicht sicher. Das müssen wir uns dann angucken. Aber ja, wir importieren den Spielstand mit unserem Order of Dawn, unserem rohen Kampagnenhelden. Also übrigens beide gleich. Und der Name ist eh egal in diesem Spiel von uns. Ja. Nicht Ende, sondern Import. Und ja, heute ist der 1.6. übrigens. Also am 1.6. starten wir die Phoenix-Kampagne. Und sind bei schon fast 400 Folgen übrigens. Also das hier ist jetzt die 399. Folge.
des Bayforce Let's Plays. Das habe ich bis jetzt noch nie gesagt eigentlich. Aber ja, ich habe ja prophezeit, dass dieses Let's Play lang werden wird. Ich habe damit gerechnet, dass wir mit Order of Dawn und Breath of Winter ein paar mehr Folgen haben als nur knapp 400. Hätte so auf 450 bis 500 getippt, aber trotzdem, man sieht, es ist sehr viel. Vor allem, weil ich ein paar längere Folgen auch teilweise dazwischen habe. Gut, jetzt habe ich 5 Minuten lang rumgesitzt. Starten wir einfach. Ihr hättet mir nicht folgen sollen, Aerion. Eure Macht nützt euch nichts an diesem Ort. Die hohen Krieger werden auch euch vernichten. Schreibt! Man sagt, das Blut eines Gottes spende Leben. Und ich brauche sie lebend. Lebend unter meinem Bann. Mit all ihrer Macht. Ihr seid wahnsinnig. Mein alter Freund. Ich hoffe, dieser Brief erreicht euch. Ich weiß, ihr hattet gute Gründe, nicht mehr nach Nortanda zurückzukehren. Und es war richtig, dass ihr den Phönixstein mit euch genommen habt. Die Völker hätten sich nur um ihn zerstritten. Ich weiß auch, dass ihr endlich euren Frieden haben wollt. Aber dennoch muss ich euch jetzt zurückholen. Eure Aufgabe ist noch nicht vollendet. Gewissermaßen hat sie gerade erst begonnen. Trefft mich an der schwarzen Küste. Dort beginnt es. Die schwarze Küste. Hier bin ich nun, alter Freund. Aber wo seid ihr? Kampfeslärm. Ein Ritter vom Orden des Erwachens. Ob sie mit Darius hier sind? Ich muss dem Ritter helfen. Ja. Gut, bevor wir mit dem Ritter reden. Also ja, das ist schon mal auch eine nützliche Sache des Patches vor langer Zeit. Also vor ein paar Wochen. Unser Hero hat jetzt Autofernkampf, also er greift von selber an. Und unser Gold ist drastisch geschrumpft. Gut. Wir haben jedoch unsere gesamte Ausrüstung. Ja, unsere Runen sind wahrscheinlich nicht ganz so stark wie die von Breath of Winter. Außer die Runen, die haben wir ja gekauft. Unsere Zauber. Ja, Weißmagie, da hinken wir noch mehr hinterher. Da kämpft noch ein Ordensritter und ja, wir machen mal Pause. Nein. Ja, zur Rekapitulation, was gerade passiert ist im Intro. Der Maskierte aus Breath of Winter, der uns immer netterweise die Runen wieder weckt hat, hat den Gott Aerion gefangen genommen, hat ihm Blut abgesaugt und dadurch einen Trank erschaffen, mit dem er Runen wiederbelebt hat. Als Marionette. Scheinbar. Nur für die, die das Intro nicht jetzt ganz mitgekriegt haben. Mehr sage ich dazu aber nicht, weil das das Offensichtliche ist, was man aber leicht übersehen könnte. Also, dass man vielleicht Rohan nicht gleich erkannt hat auf dem Tisch. Und da die Lautstärke ein bisschen komisch ist von diesen Videosequenzen. Gut, unsere Erfahrungspunkte haben wir behalten, so wie sie waren.
Wir haben auch immer noch unsere Erdenklinge und unseren Adelsbogen. Was jetzt ganz, ganz, ganz schlimm ist. Unsere Gebäude sind durcheinander. Also unsere gesamten Einheitenpläne wurden einfach mal so über den Haufen geworfen. So, und ich mache mir jetzt gerade nur die Mühe, die Menschen. Also das Spiel meinte sich, sortieren wir die Einheitenpläne für, so, wie wir es für sinnvoll halten. Also nach Tech-Level mehr oder weniger. Als nach... ja, als so, wie es der Spieler eigentlich gehabt hatte. So, Schmelze. Ich sortiere jetzt mal nur die Menschen, weil wir die als erstes brauchen werden. So, Jagdhaus. Fischerhütte. Fischerzunft. Die beiden noch so. Aria-Schrein. Jetzt brauchen wir den Verteidigungsturm als nächstes. So, die beiden Türme. Kleines Haupthaus, mittleres und großes Haupthaus. Schmiede. Schießstand, Rüstkammer, Aria-Schrein. So. Gut. Legen hier gleich mal als erstes einen Spielstand an. Und reden jetzt mal mit dem Ortsritter. Ein Mensch! Ihr glaubt ja nicht, wie froh ich bin, euch zu sehen. Ich bin ein Ritter aus Northander. Und wer auch immer ihr seid, euch können nur die Götter geschickt haben. Verlasst euch nicht auf die Götter, Freund. Was geschieht hier? Dieses Land stirbt. Jede Stunde kriechen hier mehr und mehr Untote herum. Verflucht sei der Tag, an dem wir hierher gezogen sind. Etwas Grauenvolles geht hier um. Und es wird uns alle holen. So wie Urias. Urias ist hier? Was ist ihm zugestoßen? Er ist unser Kommandant. Er war es. Doch er ist seit einigen Tagen verschollen. Ich war auf der Suche nach ihm. Ob Urias auch wegen Darius hierher gekommen ist? Ich muss ihn finden. Dann lasst uns ihn gemeinsam suchen. Wohlan, kommt. Gut. Kriegen hier oben gleich mal eine Truhe. Kriegen Erfahrungspunkte. Okay, vieles ist nicht in der Truhe. Oh, der Ordensritter ist jetzt Truppe. Vorsicht! Zeit zu sterben. Kämpft! Also ja, die Beißfußkröten hier sind schon mal keine harten Gegner. Liegt aber auch an unserem Level halt. Kämpft! Der Schnapper ist etwas stärker vom Level her. Aber das meiste sollte uns und er unterlegen sein, was uns jetzt erstmal entgegenkommt. Das liegt aber halt, wie gesagt, wirklich daran, dass wir zurück mit euch ein Level 28 und kein 25 Charakter haben. Bereit, sofort! Mir nach! Sofort! Schnell! Und dadurch, dass wir die Erdenklinge und Fernkampf haben, sind wir auch gut gerüstet. Zur Ehre Aonirs! Hier oben ist eine Höhle, die uns noch nichts bringt. Zurück mit euch! Ja, vorwärts!
Zur Ehre Aonirs. Der Laura hier oben könnte etwas stärker sein. Oh, der Ordensritter ist jetzt tot.